Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebflühschreiber. Im heutigen Video schneiden wir einen fast 10 Meter hohen Obstbaum, der zu groß geworden ist. Wir schauen uns an, wie kann man solche Bäume etwas kleiner machen, kleiner halten auch in Zukunft, damit sie wieder leichter beerntbar sind und man sich mehr an den Früchten freut. Viel Spaß! Das Problem, wenn Bäume viel zu groß werden, das liegt meistens schon bei der Pflanzung bzw. wird der Fehler schon vor der Pflanzung gemacht, bei der Auswahl des Baumes. Hinter mir hier habe ich einen Kirschenbaum und dieser ist auf einer Sämlingsunterlage veredelt. Unterlage ist die Wurzel, auf die die Edelsorte in der Baumschule veredelt wird. Und mit dieser Unterlage bestimmt man schon sehr stark den Wuchs des Baumes und das auf die gesamte Lebenszeit. Sämlingsunterlagen wachsen eigentlich immer kräftig, stark, machen große Bäume. Wer kleinere Bäume haben möchte, der sollte im besten Fall auf andere Unterlagen ausweichen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ihr euch einen Baum kauft, sagt eurem Baumschüler dazu, wie groß der Baum einmal werden soll. Dann berät ihr euch sicher, welche Sorte Unterlage für euch passend ist, damit ihr auch dann zu eurem Ziel kommt und nicht der Baum 10 Meter hoch wird, obwohl er nur 3 Meter hoch werden soll. Der zweite häufige Fehler, den man sehr oft sieht, ist, dass Bäume viel zu kräftig geschnitten werden, weil Bäume, die kräftig wachsen, mit Schnitt klein gehalten werden sollen. Und immer dann, wenn man radikal eingreift, wenn Schnitte zu kräftig, zu stark werden, dann reagieren Bäume mit besonders kräftigem Wachstum im Anschluss. Sprich, starker Rückschnitt führt nie zum Ziel, wenn man Obstbäume klein halten will. Und da sind wir jetzt auch schon beim Schnitt dieses Baumes. Wir werden ihn nämlich heute nur moderat schneiden, wenige Schnitte machen und nicht hier an 100 kleinen Ecken herumschneiden. Bevor ich mich an den Schnitt eines solchen Baumes mache, gehe ich gerne etwas zurück und schau mir den Baum einmal aus der Ferne an, weil von der Ferne kann man die Schnitte viel besser beurteilen, als wenn man dann im Baum steht, in der Krone ist und tatsächlich schneiden möchte. Hier in diesem Fall möchte ich jetzt oben im Baum die Mitte etwas zurücksetzen. Wir werden an zwei der Stammverlängerungen die Äste zurückschneiden und wir machen das jetzt alles Step by Step. Insgesamt wollen wir den Baum noch kleiner werden lassen, das geht aber nicht auf einmal. Wenn wir jetzt hier zu schneiden beginnen, dann machen wir das jetzt im Winter. Ganz einfach deswegen, weil im vergangenen Sommer der Zeitpunkt verpasst wurde, es nicht gemacht wurde. Nach dem ersten Schnitt jetzt im Winter werden wir im Anschluss immer einen Sommerschnitt machen, weil man durch den Sommerschnitt das Wachstum etwas stärker beruhigen kann, etwas besser beruhigen kann als beim Winterschnitt. Bei Kirschen zum Beispiel bietet es sich auch an, einfach mit dem Schnitt gleich zu ernten, sprich Äste, die zu hoch werden, dann im Sommer herauszunehmen samt den Kirschen und die Kirschen vom Boden aus zu pflücken. Der Baum, den wir jetzt schneiden werden, der wurde die letzten 15 Jahre überhaupt nicht geschnitten und ist deswegen im Wachstum eigentlich sehr ruhig, ausgeglichen. Das passt, deswegen können wir ihn auch jetzt im Winter problemlos das erste Mal schneiden. Wichtig ist jetzt, wenn 10, 15 Jahre Maßnahmen verpasst wurden, man kann sie nicht in einem Jahr wieder gut machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man solche Bäume jetzt in einem Jahr auf einmal 3 Meter kürzer macht, reagieren sie garantiert mit Wasserschossern und kräftigem Neuaustrieb. Man verunstaltet die Bäume regelrecht. Deswegen, solche Schnitte gehören jetzt auf einige Jahre aufgeteilt und man sollte behutsam an die Sache rangehen. Lieber sich 1, 2 Jahre mehr Zeit lassen, wie einmal übertreiben, denn diese Fehler sind dann oft irreparabel. Ich bin jetzt hier oben in der Krone angekommen und wenn ihr solche Bäume schneidet, dann gebe ich euch den Tipp, macht das niemals alleine, wenn ihr in Bäume hineinklettert, sichert euch im Idealfall auch besser, als ihr das jetzt tue. So wie ich es mache, ist definitiv gefährlich und man muss sehr gut aufpassen. Jetzt möchte ich mit dem Schnitt hier beginnen und für den heutigen Tag habe ich mir diesen und diesen Ast hier vorgenommen. Mit Schnitten an diesen beiden Ästen möchten wir jetzt die Krone den ersten Schritt reduzieren. Wenn ich an diesen Ast konkret denke, dann gibt es jetzt zwei Optionen. Die erste Option wäre, dass wir ihn hier nehmen und noch diese beiden Äste stehen lassen, die verbleiben dann im Baum.
Das wäre sozusagen die etwas feigere Variante. Die zweite Variante wäre, dass wir diesen Ast hier komplett herausnehmen. Allerdings würde ich ihn nicht direkt am Stamm schneiden, sondern ich würde hier einen mindestens 20 cm langen Stummel stehen lassen, damit wir am Hauptstamm keine bösen Infektionen haben und das langsam zurücktrocknen kann. Bei Kirschen ist es so, vor allem an diesen alten Bäumen, wenn man hier mehrjährige Äste schneidet und man lässt diese Stummel stehen, dass im Regelfall kein neuer Austrieb kommt. Kirschen haben sehr wenig Adventivknospen. Es kann natürlich der Fall sein. Im Regelfall trocknet das Ganze dann aber einfach zurück. Auch hier werden wir gleich noch schneiden. Auch mit diesem Ast schauen wir, was gleich noch passiert. Beginnen wir mal mit den ersten Schnitten. Was ich hier jetzt gemacht habe, ist, dass ich die beiden Äste hier oben einmal mit einem langen Stummel weggeschnitten habe, um den verbleibenden Teil des Astes zu entlasten. Wenn ich ihn sofort hier geschnitten hätte, der Schnitt folgt gleich noch, dann wäre das Risiko gewesen, dass hier etwas ausbricht, aufgrund des großen Hebels der weggeschnittenen Äste, aufgrund des hohen Gewichts. Und dann hätten wir hier eine große böse Wunde verursachen können. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und deshalb zuerst einmal auf diese langen Stummel geschnitten. Jetzt haben wir hier kein Gewicht mehr. Der Hebel ist viel, viel kürzer. Und nun können wir hier diese Äste sauber wegnehmen. Wenn wir jetzt diese Äste wegnehmen, dann ist es wichtig, dass wir circa im selben Winkel, wie der verbleibende Ast ist, hier auch den Schnitt durchführen. Wir schneiden nicht im rechten Winkel, um die Schnittwunde so klein wie möglich zu halten, sondern circa im selben Winkel wie der verbleibende Ast. So haben wir die beste Wundheilung. Ein Schnitt im rechten Winkel würde hier eigentlich einen Stummel, der nicht verheilt, verursachen. Ein Schnitt in einem noch steileren Winkel, der würde die Wunde zu groß machen und würde auch zu einer schlechteren Wundheilung führen. So wie hier, würde ich sagen, ist mir das Ganze gut gelungen. Das wäre jetzt für diesen Ast die etwas feigere Variante. Was man auch noch machen könnte, ist, dass man den Ast gleich hier unten wegschneidet. Allerdings auf diesen langen Stummel, wie schon vorher erwähnt, um am Hauptstamm keine Infektionen zu verursachen. Weil mir jetzt dieser Ast hier eigentlich gut gefällt, so wie ich es gerade geschnitten habe, werde ich ihn jetzt für das heurige Jahr bzw. für diesen Schnitttermin belassen. Im Sommer bei der Ernte, da kommt er dann voraussichtlich ganz weg. Jetzt kümmern wir uns auch noch um diesen Ast und da mache ich es jetzt genauso wie gerade hier. Ich möchte diesen Teil und diesen Teil hier im Baum belassen, aber das steile Holz nach oben, das die Krone noch etwas größer werden lässt, das nehme ich ihm heraus. Und auch hier mache ich es so, dass ich jetzt zuerst auf einen Stummel schneide, auf einen langen, damit ich das Gewicht hier reduziere und hier unten dann sauber nachschneiden kann. Diesen Stummel, den ich jetzt hier habe mit den 20 cm, den könnte man theoretisch jetzt auch so belassen. Das hätte dann Zeit zurückzutrocknen, weil wir ihn ja im Sommer sowieso tiefer schneiden möchten. Ich entscheide mich aber auch hier, den Schnitt jetzt noch sauber fertig zu machen und schneide im Winkel des verbleibenden Astes diesen Stummel noch weg. Für einen zusätzlichen Schnitt habe ich mich jetzt gerade auch noch entschieden und zwar möchte ich ihm hier diese Verlängerung auch noch rausnehmen. Ganz einfach, dass die Gesamtoptik des Baumes schon bis in den Sommer, bis zur nächsten Kirschenernte etwas ausgeglichener ist. Den schneide ich jetzt gar nicht schön, sondern lasse ihm hier einen langen Stummel stehen,
Das trocknet dann langsam zurück und später schneiden wir ihn sowieso tiefer, weil wir den Baum ja noch kleiner machen möchten. Oben im Wipfel des Baumes waren wir jetzt mit den drei Schnitten, die wir vorher gemacht haben, auch schon wieder fertig. Hier möchte ich jetzt auch noch demonstrieren, dass man bei solchen Bäumen mit wenigen Schnitten etwas Licht in die Krone bringen kann. Man sollte nicht viele einzelne Äste anschneiden, sondern zum Beispiel hier einen Ast herausnehmen, einen flachen, gut stehenden Ast darunter stehen lassen und so kann man die Fruchtqualität hier deutlich verbessern. Man kann dafür sorgen, dass hier deutlich länger auch in Stammnähe Wachstum erhalten wird, weil Licht neues Wachstum fördert, gesundes Wachstum fördert, die Fruchtqualität verbessert und ein lichter Baum, der auch nach Niederschlägen schneller abtrocknet, ist auch weniger empfindlich für Krankheiten. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier, diesen Schnitt noch zu setzen, den Ast herauszunehmen, den darunterliegenden im Baum zu belassen. Und auch hier mache ich das jetzt wieder so, dass ich zuerst das Gewicht herausnehme, indem ich einen langen Stummel schneide und anschließend noch einmal sauber nachschneide. Genau nach demselben Prinzip arbeite ich jetzt hier. Ich nehme den etwas steileren heraus, weil wir auf den gut verzichten können und lasse den darunterliegenden, ideal positionierten Ast im Baum stehen. Eine Technik, wie man das Ausreißen der Äste und Bösewunden auch vermeiden kann, ist, indem man zuerst etwas versetzt zum Schnitt, den man macht, von unten den Baum einsägt und anschließend ein paar Zentimeter weiter vorne durchsägt. So kann selbst wenn der Ast durchreißt, und das macht er dann im Normalfall, nicht weiterreißen, als zuerst der erste Schnitt von unten gesetzt wurde und so schützt man auch wieder das verbleibende Holz und schneidet anschließend sauber nach. Hier sieht man jetzt schön, das Holz hier ist ausgebrochen, allerdings der Ast dahinter war zu 100% geschützt, weil ich ihn zuerst von unten eingesägt habe. Auch diesen Stummel hier könnte man jetzt belassen, aber wir schneiden einfach gerne sauber und deswegen nehme ich auch den raus. Und nach dem gleichen Prinzip gehe ich jetzt auch noch hier außen vor. Hier habe ich jetzt auch noch zwei Äste drinnen, auf die man einfach verzichten kann, die dem guten Baumaufbau nicht unbedingt zuträglich sind. Auch die schneide ich jetzt noch raus. Mir würden jetzt auf diesem Baum noch etliche Äste, Triebe auffallen, die man herausnehmen könnte. Ich möchte mich aber ganz bewusst dafür entscheiden, nicht mehr zu schneiden. Das Ganze jetzt Step by Step anzugehen. Wie schon erwähnt, was in 15 Jahren versäumt wurde, kann man nicht in einem Jahr wieder nachholen. Das gehört gut verteilt, die Eingriffe am Baum gut portioniert sozusagen. Und deswegen belasse ich es für
den heurigen Winterschnitt bei den Maßnahmen, die wir jetzt gesetzt haben. Der nächste Schnitt, der kommt dann bei der Kirschenernte im Sommer. Im Sommer werden wir dann, wie man bei uns im Dialekt sagt, russisch ernten, die Äste samt Kirschen herunterschneiden, die Früchte dann vom Boden aus ernten und dann kann man noch einmal im Spätsommer, August, September etwas später einen weiteren Schnitt machen. So hat man die Maßnahmen gut aufgeteilt. So kann man den Baum maximal klein halten und in weiterer Folge wird es dann hoffentlich ausreichen, dass man den Baum einmal pro Jahr schneidet. Wenn ihr die Folgevideos zu diesem Baum nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über nette Worte in den Kommentaren und ein Like. In diesem Sinne viel Spaß beim Schnitt eurer Bäume, eine gute Ernte und schöne Grüße aus der Weih- und Marienstadt Poisdorf. Bis zum nächsten Mal.